Leben in Zeiten der multiplen Krise, studentische Ringvorlesungen an der Uni Kassel. Bevor wir gleich zu unserem heutigen Redner kommen, Heiner Plastek, aus aktuellem Anlass noch ein kurzer Kommentar von unserem Organisationsteam. Und zwar geht es um einen aktuellen Skandal, der Publikation von Wissenschaft betrifft. Die Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt ist. Der eine oder die andere hat es vielleicht auch schon mitbekommen. Die Bundeszentrale für politische Bildung wollte diesen Sommer. Hört man mich gut hinten? Ja. Die Bundeszentrale für politische Bildung wollte diesen Sommer ein Sammelband herausgeben für Lehrerinnen, aber auch für Personen, die außerschulische Bildung machen. Und in diesem Sammelband der Ökonomie und Gesellschaft heißt, sollte es gehen um Fragen wie, welche Rolle hat die Wirtschaftswissenschaften in der Finanzkrise eigentlich gespielt, mit ihren Modellen und Voraussagen, wie groß ist der Einfluss von Lobbyismus auf Politik, welche Rolle spielt Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, was ist Geld und Kredit und so weiter. Also viele, ein breites Spektrum quasi an Fragen und Themen, die aufgenommen werden sollten. Und die vor allem aufgenommen werden sollten aus verschiedenen Perspektiven. Das heißt, aus soziologischer, politikwissenschaftlicher und aus kritischer volkswirtschaftlicher Perspektive. Und dem Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber, dem BDA, hat es überhaupt nicht gepasst. Der hat 2015, also in diesem Jahr im Juni, einen Brief an das Innenministerium geschrieben, an Thomas de Maizière, und sich darüber beschwert, dass diese Publikation der BPB das freie Unternehmertum in Deutschland zu schlecht darstellt. Und diese Brief ging ans Innenministerium, weil die Bundeszentrale für politische Bildung dem Innenministerium eben unterstellt ist. Und ich zitiere aus einem Brief, den der Hauptgeschäftsführer Peter Kleber von BDA eben an Thomas de Maizière geschrieben hat: Die in ihrer Publikation transportierten ideologischen und voreingenommenen Anschuldigungen kennen wir aus interessierten Kreisen schon länger. Dass diese nun aber durch die Bundeszentrale für politische Bildung verbreitet und empfohlen werden, ist skandalös und nicht hinnehmbar. Das Buch entspricht einseitiger Propaganda gegen die Wirtschaft und deshalb bittet er darum, den Band in dieser Form nicht weiter zu verbreiten. Im Juli 2015, also 6 Wochen später, kam dann die Antwort vom Innenministerium, und zwar in Form einer E-Mail an die Bundeszentrale für politische Bildung, diesen Sammelband nicht zu veröffentlichen. Und letzte Woche hat die Gesellschaft für Soziologie, die DGS, in der quasi viele Soziologinnen und Soziologen in Deutschland vereinigt sind, eine Stellungnahme herausgegeben, in der sie aufgedeckt haben, dass den Vorwürfen vom BDA, vom Arbeitgeberverband, zugrunde liegt eine falsche Zuordnung von Zitaten, Zitate, die aus dem Kontext gerissen sind, und die kürzlich verwendet wurden. Und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie hat dementsprechend die Bundeszentrale für politische Bildung und auch das Innenministerium dazu aufgerufen, diese Zensur zurückzunehmen und den Vertriebsstopp als inakzeptabel bezeichnet. Auch andere wissenschaftliche Vereinigungen, wie das Netzwerk Globale Ökonomik, haben dazu Stellung genommen, die Gewerkschaften auch in Form von der IG Metall. Und ich glaube, was dieser Fall eben zeigt, und deswegen erwähne ich ihn, hier am Anfang ist, dass Veranstaltungen, wie wir sie hier haben, diese Ringvorlesungen, sind wichtig, aber sie sind leider auch irgendwie eine Ausnahme. Und was wir hier machen wollen mit dieser Ringvorlesung, ist eben plurale und kritische Perspektiven aufzeigen. Wir wollen nicht, dass ihr und sie sich hier reinsetzen und alles für die Ware nutzen nehmen. Wir haben viele widerstreitende Interessen, viele widerstreitende Meinungen, die hier präsentiert werden von den verschiedenen Referentinnen und Referenten. Und das ist auch wichtig so, weil genau aus diesem Widerstreit, aus dieser Pluralität könnt ihr und können sie sich eine kritische Meinung bilden. Und deshalb ist diese Pluralität wichtig und es ist ein Skandal, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber so viel Einfluss auf das Innenministerium ausüben können, so eine Publikation zu stoppen. In diesem Sinne, liebe Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, lieber Peter Kleber, kommt gerne zu uns in die Ringvorlesung, kritisiert uns, setzt euch mit kritischen Inhalten auseinander, aber auf einer inhaltlichen Ebene und lasst die Finger von politischen Manipulationen, von Wissenschaftskommunikation. So, nun gehen wir mit dem tatsächlich inhaltlichen Teil. Kurzer Rückblick auf letzte
Sitzung. In der vergangenen Sitzung haben wir eine Einführung gemacht zu Lehman Brothers bis Griechenland. Und was wir versucht haben, ist drei große Erzählungen der Finanz- und Eurokrise aufzumachen. Einmal aus einer liberalen Perspektive, einmal aus einer keynesianischen und einmal aus einer marxistischen Perspektive. Und heute haben wir, wie letzte Woche angekündigt, einen Vertreter aus der keynesianischen Perspektive hier, Heiner Plasbeck, der speziell zur Eurokrise und zur Rolle Deutschlands referieren wird. Heiner Plasbeck ist promovierter Ökonom und derzeit Honorarprofessor an der Universität Hamburg. Er hat jedoch nicht nur Wissenschaft und nicht immer nur Wissenschaft betrieben, sondern war auch tätig in verschiedenen Politikberatungs- und politischen Gremien. Er war in den 80er und 90er Jahren beispielsweise im Bundeswirtschaftsministerium in Bonn tätig, dann jahrelang beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, unter anderem in der Leitung der Abteilungskonjunkturen. 1998 bis 1999 war er Staatssekretär unter Oskar Lafontaine im Finanzministerium und hat unter anderem, und das ist wahrscheinlich auch für die heutige Veranstaltung wichtig, zur Europäischen Währungsunion gearbeitet, quasi an der Konstruktion des Euros, schon damals viel Kritik geübt und versucht, eine andere Perspektive und eine andere Konstruktion des Euro vorzuschlagen, aber dazu gleich wahrscheinlich mehr. Nachdem es leider nicht erfolgreich durchgesetzt wurde, 2003 bis 2012, war er dann Chefsvolkswirt bei UNCTAD. Das ist eine Konferenz der Vereinten Nationen zu Handel und Entwicklung. Und diese Institution vertritt generell oder sollte die Interessen vertreten von den sogenannten Entwicklungsländern. Seit 2012 ist er aktiv am Publizieren, davon natürlich auch, aber danach noch mehr. Und Artikel schreiben, Interviews geben und vor allem mit Vortragsreisen durch Deutschland und Europa reisen, um den Leuten die Euro-Krise und vor allem auch die Rolle Deutschlands da drin zu erklären. Zu seinen namhaftesten Publikationen zählen das Ende der Massenarbeitslosigkeit mit Friederike Spiegler zusammen, die Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert und dieses Jahr erschien Nur Deutschland kann den Euro retten, gemeinsam mit Kostas Lavrovitsas. Heiner Plasbeck, und das passt vielleicht auch zu dem aktuellen Anlass, ist ein Verfechter für mehr Pluralität in den Wirtschaftswissenschaften und ein scharfer Kritiker der geistigen Monokultur, die in der Volkswirtschaftslehre quasi herrscht. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Sie unsere Einladung gefolgt sind. Ich gebe Ihnen das Wort. Das muss ich auch merken. Ich versuche das mal umzuhängen. Geht das so? Ich hoffe, Sie können mich hören. Vielen Dank für die Einladung. Kassel, kein Ort, wo man denkt, dass an einem normalen Abend so viele Menschen zusammenkommen. Um sich etwas über Ökonomie anzuhören, das ist ja ganz schrecklich. Und dann vielleicht noch Keynesianismus, was immer das sein mag. Schauen wir mal. Aber ich werde nicht über in solchen Worthülsen reden, ich werde nicht über Keynesianismus oder sonst was reden, sondern werde versuchen, Ihnen ein bisschen zu erklären, worum es in der Tat bei der Euro-Krise vor allem ging. Und das schafft man auch ganz ohne irgendwelche Hülsen, das schafft man auch ohne viel Wortgebimmel, wie das sonst bei Wissenschaftlern so häufig leider üblich ist. Also man kann es einfach durch Nachdenken schaffen, indem man sich auf ein paar wichtige, zentrale Fragen konzentriert. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute Abend ein bisschen auch über die Geschichte der Europäischen Union, Währungsunion zu sprechen. Also ein bisschen zu erklären, warum das überhaupt dazu gekommen ist. Ob das nun von vornherein die dümmste Idee des Jahrhunderts war, eine Währungsunion zu machen oder nicht. Und was es überhaupt mit diesen Währungen auf sich hat. Das ist ja offensichtlich nicht so ganz einfach, Währungssysteme zu finden, mit denen man, denen alle zufrieden sind. Wir haben auch in den Entwicklungsländern große Probleme mit den Währungssystemen. Die Entwicklungsländer kämpfen zum Teil mit dem Währungssystem, das wir ihnen aufoktroyieren, weil wir ihnen kein besseres anbieten. Auch das muss man bedenken im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, gerade aus Afrika. Das ist zum Beispiel in Afrika ein ganz wichtiges, ganz zentrales Problem. Die makroökonomische Steuerung, und die wiederum hängt sehr eng mit dem Währungssystem zusammen.
Und über solche Fragen haben wir vorher nicht nachgedacht und wir kommen auch jetzt noch nicht darauf, sondern wir versuchen, Grenzen dicht zu machen und ähnliche Panikaktionen, die alle vollkommen unangemessen sind. Aber ich will, die Vorlesung heißt, glaube ich, multiple Krisen. Ich will nicht über die Finanzkrise reden als solche. Die Finanzkrise und die Eurokrise hängen ein bisschen zusammen, ist aber nicht das Gleiche. Es ist überhaupt nicht das Gleiche. Die Eurokrise hat lange vorher angefangen. Sie ist ausgebrochen im Rahmen der Finanzkrise. Finanzkrisen haben es so an sich, dass dann andere Krisen ausbrechen. Das will ich auch ganz kurz erklären, warum ist das so? Warum brechen andere Krisen aus, wenn eine Finanzkrise ist? Nun, das ist wieder furchtbar einfach. Finanzkrise heißt, alle, die Geld haben und die irgendwelche Papiere halten, schauen nochmal ganz genau auf diese Papiere drauf und sagen sich, ist das jetzt noch was wert oder nicht mehr? Und dann haben manche da im Herbst 2009 haben in ihrem Portfolio gehabt griechische Staatsanleihen und hatten deutsche Staatsanleihen daneben und dann haben sie sich gefragt, sind die jetzt wirklich das gleiche wert oder nicht mehr? Und dann haben einige festgestellt und andere haben darauf spekuliert, dass die griechischen Staatsanleihen vielleicht viel weniger wert sind als die deutschen und dann begann die Krise, die Eurokrise. Aber das hat nur die Eurokrise ausgelöst, das war nicht die Ursache der Eurokrise. Denn die Tatsache, dass die griechischen Staatsanleihen weniger sicher waren als die deutschen, die hatte ja eine Vergangenheit. Die ist nicht im Herbst 2009 entstanden, sondern es hatte eine Vergangenheit. Und diese Vergangenheit ist ja wichtig zu kennen. Und jeder könnte eigentlich diese Vergangenheit kennen. Es ist ja furchtbar einfach. Aber wir wollen sie nicht kennen. Die meisten Leute in Deutschland wollen diese Vergangenheit nicht kennen. Das ist so komisch. Auch die deutsche Industrie, haben wir ja gerade angesprochen, will sie nicht kennen. Selbst die deutschen Gewerkschaften wollen sie nicht kennen. Es gibt gerade eine Initiative der Europäischen Kommission, die darauf hinausläuft zu sagen, jedes Land soll so einen Rat für Wettbewerbsfähigkeit bilden und er soll sich anschauen, was in dem Land passiert, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land verändert, auch im Verhältnis zu anderen Ländern. Und wer hat als erster dagegen protestiert? Diesmal nicht die deutschen Arbeitgeber, sondern die deutschen Gewerkschaften. Sie wollen nicht, dass man darüber redet. Und das muss man auch im Blick halten. Es gibt nicht nur Interessenvertretungen auf der einen Seite, es gibt auf allen Seiten Interessenvertretungen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die keine Interessen vertreten. Wer lacht hier? Ich zum Beispiel vertrete keine. Natürlich nicht. Außer meine eigenen. Obwohl ich gar keine habe. Ja. Deswegen wollen wir einfach ein bisschen nachdenken. Ja, sondern vielleicht gibt es etwas anderes, was bei mir dahinter steht, was mich blockiert, worüber ich nicht hinwegkomme. Das gibt es auf dieser Welt. Und deswegen muss man in der Tat miteinander diskutieren. Man muss offen diskutieren, aber gerade diese Bereitschaft fehlt. In Deutschland fehlt absolut die Bereitschaft, und das wird man jetzt an vielen Beispielen gleich sehen. Es fehlt die Bereitschaft, die Fragen der Eurokrise, die zentralen Fragen der Eurokrise überhaupt zu diskutieren. Und wenn wir schon nicht bereit sind, die Fragen überhaupt zu diskutieren, dann werden wir die Fragen natürlich auch nicht lösen. Und deswegen werde ich leider heute Abend mit einem skeptischen Ausblick enden und nicht mit einem hoffnungsvollen. Weil Diskussion ist immer der erste Schritt. Diskussion ist der erste Schritt, um etwas zu ändern. Aber wenn ich mich schon der Diskussion verweigere und Deutschland verweigert sich explizit dieser Diskussion, nun, wie soll man dann überhaupt weiterkommen? Und auch jetzt die Initiative der Europäischen Kommission ist im Prinzip richtig. Werden wir nachher sehen. Im Prinzip ist es richtig zu sagen, wie verändert sich die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Eigentlich sollte sie sich gar nicht verändern, aber sie verändern sich nun mal. Und welche Folgen hat es? Aber die Kommission macht es auch extrem halbherzig. Sie fängt nämlich heute an. Sie sagt, von nun an wollen wir anschauen, wie sich die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften ändert in der Europäischen Währungsunion. Nein, man muss sagen, wie hat es sich von Anfang an verändert oder nicht? Denn nur dann kann man sehen, wie groß der Änderungsbedarf heute ist. Denn da kumuliert sich etwas auf, da hat sich etwas aufgestaut, wie wir gleich sehen werden. Und dieses Etwas, was sich da aufgestaut hat, muss erstmal weg, damit man überhaupt wieder von vorne anfangen kann sozusagen und dann einen neuen Pfad definieren kann, auf dem alle Länder mehr oder weniger gleichberechtigt in die Zukunft gehen.
Aber heute zu sagen, wir fangen jetzt an, ohne die Fehler der Vergangenheit überhaupt zu diskutieren, ist vollkommen absurd. Aber es ist halbherzig wie alles. Und warum ist alles so halbherzig? Nun, das müssen Sie dann selbst entscheiden. Ich will aber ganz kurz ein paar Bilder nur zeigen, weil ja alle immer sagen, die Lage in Europa bessert sich, ne? Das wissen wir ja, es geht aufwärts in Europa. Das sieht man hier sehr schön, wie es aufwärts geht in Europa, das ist die Industrieproduktion in Europa und die schwarze Linie. Und da sieht man eben, es geht nichts aufwärts, es stagniert alles seit vielen Jahren. Auch Deutschland geht nicht wirklich aufwärts, auch Deutschland stagniert, obwohl wir jeden Tag hören, Deutschland geht es gut, Deutschland ist perfekt, Deutschland strotzt vor Kraft, Deutschland ist das beste Land in Europa, natürlich, keine Frage. Deswegen übrigens kommen auch Leute zu uns, ne? Diese Menschen da in Afrika, die haben inzwischen Internet. Die hören Nachrichten, die empfangen Nachrichten. Und wenn ein Land in Europa immer sagt, oh, wir strotzen vor Kraft, wir wissen gar nicht, wohin mit unserer Kraft. Ja, wohin wollen die Leute, wenn sie nach Europa gehen? Ne? Aber jetzt, wo sie kommen, wo sie alle in das Land, das vor Kraft strotzt, kommen, dann sagen wir, nein, jetzt, ach, so war es nicht gemeint. Geh doch mal zu den anderen, den Schwachen, bleib vielleicht in Griechenland oder so. Ja, auch das müssen wir immer mit bedenken. Und Sie sehen, ein Land wie Italien ist absolute Katastrophe in den letzten Jahren. Italien hat eine Dauerrezession. Das ist unvorstellbar. Die Industrieproduktion in Italien fällt über die ganzen Jahre. Frankreich ist in einer Dauerrezession. Es ist überhaupt nichts gut in Europa. Aber wer macht denn Wirtschaftspolitik in Europa seit vielen Jahren? Wer dominiert denn die Wirtschaftspolitik in Europa? Nun, das ist nur ein Land. Das ist Deutschland. Und warum ist denn Deutschland plötzlich so stark geworden? Ach, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ja, das hat auch mit der Finanzkrise zu tun. Weil in der Finanzkrise, wenn die Anleger, die Investoren, die sogenannten Investoren, die Investmentbanker und andere, wenn die ihre Papiere angucken, dann sagen die, oh, guck mal, das eine Land ist stark, das andere Land ist schwach. Und dann kaufen die natürlich nur noch Papiere von dem starken Land und stoßen alle Papiere von dem schwachen Land ab, Griechenland etwa. Und was passiert dann? Nun, dann kann das in Anführungszeichen schwache Land, kann sich nicht mehr am Kapitalmarkt finanzieren. Es hat aber Bedarf, etwas zu finanzieren, weil man kann ja nicht über Nacht seine ganze Wirtschaft umstellen. Und was passiert dann? Nun, dann ist der Gläubiger plötzlich unglaublich stark. Ne? Das gläubige Land, das starke Land, das sogenannte starke Land, ist dann plötzlich unheimlich stark, weil es hat ja ist das einzige Land, das die Mittel in der Hand hat, die die Armen, die Defizitländer, die Gläubiger, die Schuldnerländer brauchen, um überhaupt weiter existieren zu können. Und deswegen kann dann das gläubige Land tatsächlich diktieren, die Bedingungen in einer solchen Währungsunion. Ganz gegen den ursprünglichen Sinn einer Währungsunion. Und Deutschland hat diese Chance genutzt. Es dominiert Europa, nur leider ohne Erfolg. Ohne jeden Erfolg. Sie können das in Südeuropa anschauen. Da sieht man jetzt, Spanien hat einen irren Aufschwung. Steht ja jeden Tag in deutschen Zeitungen, welcher einen irren Aufschwung in Spanien gerade nimmt. Sehen, da braucht man eine Lupe dazu. Ich sage immer, ein Aufschwung, für den man eine Lupe braucht, ist keiner. Ne? Es ist alles Lüge. Es gibt unglaublich viele Lügen. Das ist das Schreckliche. Und es wird Euphorie gemacht, wo Euphorie überhaupt nicht angebracht ist. Bauproduktion. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Arbeitslosigkeit, das ist das eigentliche Menetekel in Europa. Wir haben nach der großen Krise, nach der Finanzkrise 2008, 2009, nicht nur einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gehabt, das haben die Amerikaner auch gehabt, die USA sieht man, haben einen sehr stärkeren Anstieg sogar gehabt. Nein, wir haben danach nochmal einen Anstieg der Arbeitslosigkeit gehabt, wo die Amerikaner deutlich ihre Arbeitslosigkeit reduziert haben. Und das ist die Situation, in der wir heute sind. Wir haben über 10%, 11% Arbeitslosigkeit in Europa und das ist eine schlichte Katastrophe, weil diese Arbeitslosigkeit geht nicht so schnell weg. Man braucht 10, 20 Jahre ungebrochenes Wachstum sozusagen. Wachstum werden wir vielleicht nachher noch drüber sprechen. Manche mögen das Wort nicht, ich sag's jetzt mal. Aber Entwicklung, sagen wir da, Aufwärtsbewegung, das ist ziemlich egal. Um diese Arbeitslosigkeit zu reduzieren, wir müssen aber irgendwie diesen Menschen noch eine Perspektive bieten. Und wenn jetzt noch Flüchtlinge dazukommen, müssen wir denen auch eine Perspektive bieten, dass sie arbeiten können in dieser Region, Europa genannt. Aber wir sind vollkommen unfähig dazu. Wir sind vollkommen unfähig dazu. Und warum sind wir unfähig dazu? Nun, das ist die Frage. Nochmal letzte Bild über die aktuelle Situation.
Man sieht, Europa hat, das ist jetzt ausgedrückt im gesamten Bruttoinlandsprodukt, Europa hat praktisch nach dieser tiefen Rezession 2008, 2009 einen ganz kurzen Aufschwung gehabt, dann war es vorbei. Die USA haben jetzt doch immerhin, auch dort ist der Aufschwung sehr schwach, aber sie haben immerhin einen Aufschwung gehabt und sie haben die Arbeitslosigkeit erheblich reduziert. Nun will ich ein bisschen über Währungsunion reden. Verbraucherpreise sollte ich noch erwähnen. Wir haben nicht nur hohe Arbeitslosigkeit, wir haben auch noch Deflation. Ne? Ist ja auch erstaunlich. Wir haben alles Schlechte sozusagen der Welt, kein Wachstum, Deflation und hohe Arbeitslosigkeit. Manche erinnern sich vielleicht noch, die Älteren hier, es gibt ein Gesetz in Deutschland, Stabilitäts- und Wachstumsgesetz genannt, von 1967. Da wurden vier Ziele definiert, die der Staat anstreben sollte. Angemessenes Wachstum, hoher Beschäftigungsstand, Preisstabilität und eine ausgeglichene Außenwirtschaft oder eine ausgeglichene Leistungsbilanz. Alle vier Ziele werden eklatant von Europa verletzt, eklatant verletzt. Und trotzdem tut die deutsche Wirtschaftspolitik so, als sei alles gut. Als gäbe es überhaupt keinen Grund, auch nur darüber nachzudenken, ob man etwas ändern müsste. Es ist unglaublich und es gibt keine Öffentlichkeit, die deutsche Politik dazu auffordert, das zu tun. Also was läuft falsch in Europa? Ich will das an diesen drei Thesen ein bisschen zeigen. Der Monetarismus, das ist in der Tat so ein Wort, was ich jetzt mal in die Landschaft schmeiße, ein ökonomisches, will ich gleich erklären, was das ist. Das ist etwas ganz Einfaches und etwas ganz Falsches. Dann der neoklassische Arbeitsmarkt, das will ich auch erklären, was das ist. Auch der ist ein großes Problem. Und dann will ich mich ein bisschen konzentrieren noch auf die Frage, was ist mit den Schulden? Manche Leute sagen ja, die Schulden sind das eigentliche Problem in Europa oder in der Welt. Es gibt doch Ökonomen, die sagen, die ganze Welt ist verschuldet, oder? Die Welt ist verschuldet. Nur wer ist der Gläubiger? Wer ist der Gläubiger? Irgendwelche Extraterrestrischen, die wir noch gar nicht entdeckt haben, sind anscheinend die Gläubiger. Sind die Gläubiger der Welt. Wir haben schon insgeheim mit denen Finanzbeziehungen aufgenommen, bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. Weil man braucht ja Schuldner in dieser Welt. Es geht ja nicht. Ohne Schuldner geht es eben nicht. Aber kommen wir noch dazu. Ja, ich will aber an dieser Stelle dann noch ein Wort sagen zu der Gründung der Währungsunion. Die Gründung der Währungsunion hat sehr viel mit diesen drei Thesen zu tun oder mit diesen drei Zusammenhängen, sage ich mal, zu tun. Weil die Währungsunion war auf eine bestimmte Architektur aufgebaut, auf eine ökonomische Architektur aufgebaut. Und die drei Grundpfeiler dieser ökonomischen Architektur der Europäischen Währungsunion waren: Monetarismus ist falsch. Das werde ich nachher zeigen. Zweitens, der neoklassische Arbeitsmarkt, den gibt es nicht. Das war aber der zweite Säule der Europäischen Währungsunion. Und drittens, wir sollten möglichst wenig Schulden machen. Und das ist unmöglich. Denn das waren die drei Säulen, auf denen die Europäische Währungsunion aufgebaut war. Und wenn ich nur halbwegs recht habe mit meiner Behauptung, dass es diese drei Säulen gar nicht gibt, dann muss man sich ja nicht wundern, dass das schiefgegangen ist. Wenn Sie ein Haus bauen und Sie haben vollkommen falsche Statik, was soll da rauskommen? Aber das ist nur das eine, die falsche Statik. Das andere ist die Frage, gab es darüber hinaus noch Fehler außer der falschen Statik? Und da werden wir dann zukommen zur Rolle Deutschlands. Aber zunächst will ich ganz kurz erklären, warum überhaupt Währungsunionen? Warum macht man so etwas Dummes? Das geht doch nicht, oder? Arme Länder und reiche Länder und die gleiche Währung, oder? Kann ja nicht funktionieren. Länder, die so hochproduktiv sind wie Deutschland und so wenig produktiv wie Griechenland oder Spanien, das kann doch nicht gehen. Die können doch keine Währungsunion machen, oder? Ja, wie war das denn? Auch die Älteren können sich vielleicht erinnern. Wie ist denn die Währungsunion entstanden? Was war denn vorher? Nun, wir hatten vorher ein System, ganz früher mal, hat mit meiner Geburt angefangen, so ungefähr, in den 50er und 60er Jahren, das hieß Bretton Woods. Bretton Woods war auch schon ein Währungssystem, sogar ein weltweites, ein globales Währungssystem. Und dieses System war so konstruiert, dass wir auch feste Wechselkurse hatten, also die Währungsrelationen, die Preise der Währung untereinander nicht sehr stark geschwankt haben, sondern alle sozusagen am Dollar hängen.
Und dann wurden ab und zu mal die Werte, die Währung, der Währung geändert gegeneinander, aus bestimmten Gründen, auf die ich gleich komme. Ja, was gab es danach? Dann Bretton Woods ist zusammengebrochen Anfang der 70er Jahre, aus Gründen, die ich jetzt nicht, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Und dann wurde relativ bald, nach einer kurzen Übergangsfrist, wurde das europäische Währungssystem geschaffen. Nur es war das europäische Währungssystem, war das etwas ähnliches wie Bretton Woods. Und in der Tat war da, gab es nur eine andere Ankerwährung. In Bretton Woods war der Anker sozusagen die Währung, die entscheidend war, an der alle dranhingen, war der Dollar. Und im europäischen Währungssystem war die neue Ankerwährung, war die D-Mark. Nicht, weil die Deutschen so tüchtig waren, wiederum. Aus anderen Gründen, die ich vielleicht nachher noch erkläre. So, die D-Mark war der Anker im europäischen Währungssystem. Was haben die anderen Länder gemacht? Nun, einige haben sich ganz früh schon an die D-Mark angehängt. Der österreichische Schilling, wer weiß das, ist der österreichische Schilling fixiert worden gegenüber der D-Mark zu einem Wechselkurs, den er nie mehr geändert hat. Er ist nie mehr geändert worden bis zum Eintritt in die Europäische Währungsunion. Nun, das war schon 1971 oder 72 vielleicht. Andere Währungen haben sich etwas später an die D-Mark angehängt. Auch wieder aus Gründen, die mit dem internationalen Währungssystem zu tun haben, weil es nicht so einfach ist, nämlich für ein kleines Land, sich mit diesen internationalen Devisenmärkten, mit diesen Finanzhaien rumzuschlagen. Das ist sehr schwierig für ein kleines Land und es ist sehr schwierig, dann die eigene Währung zu stabilisieren. Und deswegen ist es viel leichter, sich an ein großes anzuhängen. So gab es aber ein Problem in diesem europäischen Währungssystem. Was ist da immer wieder passiert? Das weiß auch jeder Mensch, wenn er eine Sekunde drüber nachdenkt. Was ist immer wieder passiert in diesem europäischen Währungssystem? Nun, es gab Krisen. Warum gab es denn Krisen im europäischen Währungssystem? Kennt jemand irgendjemand eine Krise, eine typische Krise im europäischen Währungssystem? Nun, eine war 1992. 1992 war eine große Krise. Warum war große Krise im europäischen Währungssystem? Nun, die Antwort ist furchtbar einfach, weil solange wir europäisches Währungssystem hatten, die Inflationsraten in den Ländern noch sehr unterschiedlich waren. Wie hoch war die Inflation so in den 80er Jahren in Italien? So ungefähr 10%. Wie hoch war die Inflation in Deutschland? So ungefähr 3%. Und was passiert, wenn ein Land, das eine Inflation hat von 3% und ein anderes Land eine Inflation von 10%, wenn die zusammen einen festen Wechselkurs machen, wenn die ihre Währung fest aneinander binden, was passiert dann? Kann man auch ganz schnell rausfinden, muss man eine Sekunde nachdenken. Nun, das Land, das dauernd eine höhere Inflation hat, hat ein Problem. Warum hat es ein Problem? Nun, weil seine Produkte dauernd teurer werden, ne? Ich schaue mal in einem Jahr an, dann habe ich, der eine Land hat 10% Preissteigerung, das andere hat nur 3% Preissteigerung, haben wir schon eine Differenz von 7%. Und das kumuliert sich jetzt auch so über die Jahre. Wenn ich das 3-4 Jahre mache, ist der Abstand 20-30% zwischen diesen beiden Ländern. Und das ist ein Problem, ne? Warum ist es ein Problem? Nun, weil nur noch die Produkte von dem billigen Land gekauft werden und nicht mehr die vom teuren. Alles furchtbar einfach, ne? Weil die Menschen das einfach so machen, ne? Wenn nun plötzlich das deutsche Auto viel billiger ist als das italienische, dann kauft man mehr Deutsche. Und auch die Italiener machen das komischerweise so. Ja, das ist völlig normal. Und wenn die Griechen entscheiden müssen, ob sie ein deutsches Auto kaufen und ein italienisches, und das deutsche ist in ihren Augen jedenfalls 20-30% billiger, was kaufen sie? Kaufen sie natürlich das deutsche Auto. Ja. Und in diesem Währungssystem, dem europäischen Währungssystem, was wir vorher hatten, gab es immer noch diese Differenzen in Inflationsraten. Und was hat man dann gemacht, um die zu beheben? Das ist jetzt die letzte einfache Frage. Ja, wer mal nach Italien gefahren ist, weiß das. Bitte schön, sagen Sie es. Wechselkurs. Man hat die Wechselkurse geändert, genau. Und man hat die Wechselkurse angepasst an die Unterschiede in den Inflationsraten. Und wie hat man das gemacht? Was ist mit der Währung des Landes, mit der hohen Inflationsrate passiert, in unserem Fall Italien? Was wurde mit der gemacht? Was passierte mit dem italienischen Lira gegenüber der D-Mark? Nur die wurde abgewertet, genau. Die wurde abgewertet. Weil nur durch eine Abwertung der Währung kann man die Preise international wieder so gleich machen, dass die Italiener nicht dauernd einen Nachteil haben gegen den billigen Deutschen. Ne? Dadurch kann man die Inflationsdifferenzen ausgleichen. Das ging zwar immer durch Krisen, aber das war sozusagen die Lösung des Problems unterschiedlicher Inflationsraten im europäischen Währungssystem, dem Vorläufer der Europäischen Währungsunion. Aber irgendwann haben jetzt die Länder, und insbesondere Italien und Frankreich, haben gesagt, ja,
Jetzt haben wir immer 10% Inflation, in Deutschland haben wir immer 3%. Warum sollten wir das eigentlich nicht auch? Warum sollten wir nicht auch 3% machen oder 2%? Ja, ist ja eine sinnvolle Überlegung. Denn den Leuten hat es ja nichts gebracht, die hohe Inflation. In Italien sind die Löhne stark gestiegen, die Preise sind stark gestiegen. Aber da ist auch nicht mehr Reallohn rausgekommen am Ende als in einem Land, wo die Preise etwas weniger stark gestiegen sind und auch die Löhne weniger stark gestiegen sind. Also diese Inflation hatte im Grunde keinen Sinn und deswegen haben die Länder gesagt, nun lass uns doch alle so machen wie die Deutschen, wir machen alle mal niedrige Inflationen. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle ihre Inflationsraten angepasst, es gab eine Konvergenz hin zu dem deutschen Inflationsziel oder den normalen deutschen Inflationsraten und am Ende hat man gesagt, naja, Deutschland ist 2%, hat zwar Deutschland zwar auch fast nie erreicht, aber sagen wir mal 2%. Ja, aber wenn alle jetzt 2% Inflation machen, dann ist ja gut, oder? Dann ist doch in Ordnung. Und dann war ja nur noch ein ganz kleiner Schritt zu sagen, ach guck mal, wenn wir jetzt alle 2% Inflation machen wie die Deutschen, dann müssen wir unsere Währung gar nicht mehr ab und aufwerten. Dann bleibt ja die Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Wenn alle immer 2% Inflation machen, ist doch gut, oder? Und dann kann man doch den kleinen Schritt hin machen zu einer Währungsunion. Dann haben wir noch die Vorteile, dass wir nicht hier an der Grenze Geld umtauschen müssen und so Zeug. Macht dann alles noch einfacher und der europäische Gedanke wird noch viel größer und so weiter. Und da sieht man, es war nur ein ganz kleiner Schritt von dem, was wir vorher hatten, zur Europäischen Währungsunion. Der Schritt war wirklich nicht sehr groß. Und er war auch ökonomisch sogar absolut rational. Es war ein vernünftiger Schritt. Warum? Das will ich auch noch ganz kurz erklären, weil es auch immer übersehen wird und nicht verstanden wird. Warum war das noch sogar noch zusätzlich ein vernünftiger Schritt? Nun, warum? Weil in diesem alten System, in dem europäischen Währungssystem, ja, wer hat da eigentlich Geldpolitik gemacht? Wer hat die Zinsen festgesetzt? Tja, das war nur eine Notenbank in Europa. Nämlich die Deutsche. Das war die Deutsche Bundesbank. Weil Deutschland ja der Anker war, weil alle anderen sich an Deutschland orientiert haben, haben alle anderen die deutsche Geldpolitik auch mitgemacht. Denn wenn einer jetzt viel zu hohe Zinsen gehabt hätte oder so, wäre das ganze Geld dahin geflossen oder umgekehrt. Das hätte nur niemals funktioniert, sondern sie haben sich an Deutschland angepasst. Die holländische Notenbank hat nie eigenständige Geldpolitik gemacht, sondern hat immer das gemacht, was die deutsche Notenbank gemacht hat. Deswegen war übrigens der erste Präsident der Europäischen Notenbank, ein gewisser Herr Wim Duisenberg, kennen Sie den noch? Nee, keiner Mensch kennt ihn mehr. Ja, der wurde plötzlich Notenbankpräsident, weil er vorher Notenbankpräsident war, aber war gar nicht Notenbankpräsident gewesen. Ne? Denn er hat ja immer nur das nachgemacht, was die Deutschen vorgemacht hatten. Man erzählt sich von ihm, er war immer auf dem Golfplatz und dann kriegt er einen Anruf. Die Deutschen haben die Zinsen erhöht und dann hat er seine Leute angerufen und hat gesagt, ich spiele weiter, aber erhöht die Zinsen wie die Deutschen. Das war seine Art, Geldpolitik zu machen. Ja, so war das. Also alle haben das gemacht, was die Deutschen machen. Und nun springen wir vom europäischen Währungssystem in eine europäische Währungsunion. Und warum ist das sinnvoll? Nun, weil die deutsche Geldpolitik war immer nur deutsche Geldpolitik. Es haben zwar alle Europäer mitgemacht, aber die richtete sich ja auf Deutschland aus. Und deswegen, die Deutsche Bundesbank durfte ja gar nicht europäische Geldpolitik machen. Und deswegen war es auch falsche Geldpolitik. Weil es zwar Geldpolitik de facto für Europa war, aber gemacht wurde sie für Deutschland. Und deswegen wurden auch viele falsche Entscheidungen getroffen vorher. Ne? Das wird heute immer vergessen. Muss man aber auch im Kopf behalten. Und erst mit dem Sprung auf die europäische Ebene sozusagen macht man jetzt europäische Geldpolitik für den gesamten europäischen Raum. Das war eigentlich eine sehr gute Idee. Ich will das nur dazu sagen, weil die Erzählung, die man so üblicherweise hört, ist die, ja, da hatte Herr Kohl mit dem Herrn Mitterrand zusammengesessen und haben sie gesagt, jetzt müssen wir Währungsunion machen, weil wir können nur Deutschland im Zaum halten in einer Währungsunion, haben die Franzosen gesagt, jetzt nach der deutschen Vereinigung. Und schon haben die beiden sich entschlossen, aus politischen Gründen Währungsunion zu machen. Ne? Es war vielleicht so, aber es ist ganz unwichtig. Es gibt nämlich eine dahinterstehende ökonomische Erzählung, die ich jetzt gerade erzählt habe, die dem Ganzen eine gewisse Rationalität gibt. Wenn es nicht diese ganzen Fehler gäbe. Aber wie gesagt, diese Fehler wären nicht mal so wichtig gewesen. Die waren nicht entscheidend für den Untergang der Europäischen Währungsunion, sondern etwas ganz anderes. Nämlich, was ist passiert in der Europäischen Währungsunion?
Die Idee war, ich sag's nochmal, dass alle die gleiche Inflationsrate haben. Wir einigen uns auf ein bestimmtes Inflationsziel und die Europäische Zentralbank hat es festgelegt auf 1,9%. Also alle Länder der Europäischen Währungsunion sollten nun 1,9% Inflationsrate machen. Wie macht man das? Wie macht man das? Gute Frage, ja. Die ganz naiven Geister haben gesagt, das macht der Monetarismus. Weil wir eine gemeinsame Geldpolitik haben, wird die dafür sorgen, dass überall 2% Inflation rauskommen. Das ist aber ganz naiv und dumm. Das ist ganz falsch. Ich will Ihnen zeigen, wie man das macht. Nun, das ist die Lösung dafür, wie man das macht. Das hat ein bisschen mit Ökonomie zu tun, ist aber sehr einfach zu verstehen. Das ist das Verhältnis von Inflationsraten zu einer anderen Größe, ULC heißt es. Das sind Unit Labor Cost, Lohnstückkosten. Das ist das Verhältnis der nominalen Löhne in einem Land zur Produktivität in dem Land. Wenn die nominalen Löhne um 5% steigen, die Produktivität steigt um 3%, dann steigen die Lohnstückkosten um 2%. Wenn also ein Land 3% Produktivitätssteigerung hat in Europa, dann hat es gefälligst, seine Löhne zu erhöhen um 4%, weil dann kommt die Inflationsrate von 2% raus. Jedenfalls auf lange Sicht, das ist ein Bild auf sehr lange Sicht, aber die Korrelation ist unglaublich eng und klar. Also auf lange Sicht hat man dafür zu sorgen, dass die nationalen Löhne nicht mehr steigen über der nationalen Produktivität, nicht über der Produktivität der anderen, über der nationalen Produktivität als 2%. Das ist die einfache Regel, auf die man sich implizit geeinigt hat. Die zwar keiner verstanden hat, weil sie alle an Monetarismus geglaubt haben, aber das ist der Kern der Geschichte. Ne? Und so haben die Deutschen in der Vergangenheit ja auch ihre niedrige Inflation gemacht. Die hat nicht die Bundesbank gemacht, sondern die haben die deutschen Gewerkschaften gemacht, weil sie immer diszipliniert waren und nicht so sehr über die Stränge geschlagen haben wie viele andere Gewerkschaften. Da kam die niedrige Inflationsrate Deutschlands her. Und deswegen wurde Deutschland der Anker im europäischen Währungssystem, weil es die niedrigste Inflation hatte, aber die kam nicht von der Bundesbank, sondern die kam auch damals schon von den Gewerkschaften. Das sind ein paar einfache, wichtige Hintergründe, mit denen man verstehen kann, was passiert. So, und jetzt ist die Geschichte ganz furchtbar einfach und geht ganz schnell. Wenn sich alle auf ein Inflationsziel von 2% einigen, muss man das ja nur noch machen. Man muss die Lohnstückkosten jedes Jahr die Löhne um 2% über der Produktivität erhöhen, das heißt die Lohnstückkosten erhöhen wie das Inflationsziel. Und dann gibt es kein Problem. Dann verliert niemand an Wettbewerbsfähigkeit, gewinnt niemand an Wettbewerbsfähigkeit und alle erreichen das Inflationsziel. Sehen Sie, das ist Währungsunion, ganz einfach. Mit Staatsschulden und so hat es fast nichts zu tun. Ne? Eben eine politische Annahme, die da hineingestellt wurde, die ganz unwichtig ist. Weil die Staatsschulden haben mit der Inflation nichts zu tun. Aber es geht um Inflation. Es geht auch nicht um etwas Reales. Deswegen ist auch diese Idee in der Währungsunion, wir müssen sich real angleichen, wir müssen so ähnlich sein. Oder wir müssen sogar so ähnlich leben oder vielleicht sogar so ähnlich aussehen wie die anderen. Nein, ist vollkommen unsinnig. Ein Land, ich lebe in Frankreich, wenn die Franzosen so wären, wie man immer sagt, würden sich an den Strand legen, dass sie immer nur am Strand liegen, Rotwein trinken, nun, dann könnten sie das auch tun in der Währungsunion. Man darf das in der Währungsunion. Jeder darf nach seiner Fasson selig werden. Jeder darf mehr oder weniger tun, was er will. Er muss sich ja nur an seine eigene Produktivität anpassen, ansonsten nichts. Er muss sich nicht an die deutsche Produktivität anpassen. Er muss sich an seine eigene anpassen, damit seine Inflationsrate nicht höher ist als 2%. Ne? Wenn Frau Merkel sagt, das konnte mit den Griechen ja nicht gut gehen, die haben ja viel zu viele Urlaubstage. Leider nicht verstanden. Nochmal wiederkommen, nächsten Semester. Nicht verstanden. Ne? Oder wenn gesagt wird, das Renteneintrittsalter in Frankreich ist ja viel zu niedrig. Auch Sätzen 6. Auch falsch. Hat damit nichts zu tun. Überhaupt nichts. Sehen Sie, wenn wir diese super einfache Weisheit, wenn wir das schon mal hinkriegen würden, wenn wir so weit kämen, wie wir jetzt sind, jetzt haben wir 20 Minuten oder eine halbe Stunde gebraucht, sind wir schon unglaublich weit. Ne? Sie sehen aber, warum ich nie in eine deutsche Talkshow gehe. Weil ich habe ja nie die halbe Stunde dort. Ne? Sie werden sehen, man braucht eine ganze Stunde am Ende. Dann hat man es verstanden, aber die gibt es leider nicht. So viel Zeit kann nicht sein, ist nicht da. So viel Zeit ist aber nicht vorhanden, um es dem deutschen Volk mal zu erklären. Oder vielleicht den Politikern könnte man es ja auch mal erklären. Aber nein, die Zeit haben die nie. Und wenn man sie erklärt, sind sie ganz furchtbar erschrocken und sagen, oh, wow, 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 wow.
Nein, das habe ich jetzt vielleicht doch nicht gehört, was der Mann gesagt hat. Nein, ist nicht so schön. Ja, was ist passiert in Europa dann? Das können wir uns ja anschauen. Schauen wir uns an, wie die Lohnstückkosten sich entwickelt haben. Ne? Wir haben ein Inflationsziel von 2% und natürlich sind alle auf diesem Inflationsziel von 2% geblieben, oder? Nicht. Ja. Ja, die schwarze Linie ist das Inflationsziel, Target, 1,9%. Und dann sieht man, einige sind drüber und, ha, einer ist drunter. Erstmal sind denen da drüber. Was haben die gemacht? Die haben, sind die Löhne zu stark gestiegen im Verhältnis zur nationalen Produktivität. In Griechenland etwa sind die Löhne, Lohnstückkosten, also Löhne minus Produktivität sozusagen, um 2,8% gestiegen. Italien um 2,5%, Spanien 2,6%. Also alle über dem Inflationsziel. Das einzige Land, was sich daran gehalten hat, an das, was vereinbart war, heißt, ja, nicht Deutschland, Frankreich. Frankreich, das einzige Land, was sich daran gehalten hat. Aber es müssen sich alle an die Regeln halten, das wissen wir ja, ne? Der deutsche Standardspruch, müssen sich immer alle an die Regeln halten, dann geht alles gut, klar. Ja, und was ist die blaue Linie da und was machen die da? Was machen die da? Ja, wo ist der Sinn? Ich meine jetzt nicht den Hans Werner. Der vergisst es nämlich auch immer, aber der passt an der Stelle, der passt wirklich da an der Stelle. Weil der vergisst immer den unteren Teil. Ne? Hans Werner redet immer über den oberen Teil, da redet dauernd drüber. Sagt, die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, ganz furchtbar über ihre Verhältnisse gelebt. Stimmt, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Aber dass da unten einer unter seinen Verhältnissen gelebt hat, davon redet er nie, ne? Es geht nämlich nur so, wenn einer über seine Verhältnisse lebt, muss ein anderer unter den Verhältnissen leben. Denn alle können ja nicht über den Verhältnissen leben, oder? Kann man sich wieder gut für die Welt vorstellen. Kann die Welt über ihre Verhältnisse leben? Müsste ihr jemand haben, der ihr was gibt, ne? Was sie nicht produziert, was sie nicht selbst produziert. Gibt's leider nicht. Die Welt lebt immer genau entsprechend ihren Verhältnissen. Und Europa ist ein relativ geschlossenes Gebilde, das auch jedenfalls in diesen ersten zehn Jahren auch entsprechend seinen Verhältnissen gelebt haben. Aber wenn ganz Europa entsprechend seinen Verhältnissen gelebt hat, dann muss ja einer drüber und einer drunter gelegen haben. So, das ist der nächste einfache Schritt, den man eigentlich als Mensch machen könnte, ne? Aber tut denn jemand, macht jemand diesen Schritt, fragt jemand Herrn Sinn, was waren mit denen, die da drunter geblieben sind? Nö. Diskutieren wir das in der deutschen Öffentlichkeit, dass wir da drunter geblieben sind? Nö. Im Durchschnitt ist es sogar aufgegangen. Im Durchschnitt ist ziemlich genau 2% rausgekommen. Aber es ist eben ein blöder Durchschnitt, ein unechter Durchschnitt, der nichts sagt. Denn dazwischen sind Riesenlücken entstanden. Es sind eben Riesenlücken in der Wettbewerbsfähigkeit entstanden, die jetzt so groß sind, ja. Und das sage ich jetzt in vollem Bewusstsein, die so groß sind, dass sie die Europäische Währungsunion kaputt machen werden. Weil wir die ersten 10 Jahre verschlafen haben, können wir das nicht mehr korrigieren. Man könnte es korrigieren, theoretisch. Aber politisch ist es extrem unwahrscheinlich. Und es ist deswegen vor allem unwahrscheinlich, weil wir nicht mal bereit sind, es zu diskutieren. Wenn wir das tagtäglich diskutieren würden, wenn wir sagen würden, oh, die Deutschen haben auch was falsch gemacht, dann könnte man es ändern. Aber Deutschland ist ja nicht mal bereit, dieses simple Faktum zu diskutieren, dass es etwas falsch gemacht hat. Wann steht das in den deutschen Medien, ne? Da steht, ja, so komische, abwegige Ökonomen wie der Flassbeck und so ein paar Engländer, Amerikaner, komische Kerle, die behaupten sowas, aber das ist ja nicht wahr, stimmt ja alles nicht. Wir mussten das ja tun, ne? Deutschland musste das doch tun, oder? Wissen Sie das nicht? Hat der große Ökonom Schröder gesagt. Kennen Sie den, Schröder? Wir mussten das tun, weil der Chinese kam, ne? Das kennen jetzt schon so viele Leute. YouTube ist übrigens gemein, ne? Meine besten Gags kann ich immer nicht wieder erzählen, weil alle gesagt, ah, das hat er auf YouTube schon erzählt, ne? Das muss man jetzt rausschneiden hier, bitte. Bitte schneiden. Ja, der Chinese kam um die Ecke und deswegen konnten wir die Preise und die Löhne nicht so stark erhöhen. Wir mussten uns ja mit den Chinesen auseinandersetzen. Ja, ist ein super Argument, ne? Aber hätten wir den anderen ja mal sagen können in Europa? Ich war dabei, man hätte ja mal sagen können, hätte mir der Finanzminister damals gesagt, oder Herr Schröder war ja mein Kanzler, hätte sagen können, hier, Staatssekretär Flassbeck, gehen Sie mal nach Brüssel, sagen Sie denen mal, 2% ist zu viel. Hätte ich das weisungsgemäß getan, Staatssekretär und Beamte haben zu gehorchen, tun das.
hätte ich gesagt, Leute, 2% ist zu viel, wir machen nur 1% oder 0. Dann hätten sie wenigstens gewusst, wo sie dran sind. Aber hat niemand gesagt, ne? Hat niemand gesagt. Alle haben gedacht, die Deutschen sind ja schon immer bei 2% gewesen, also machen wir 2%, der Franzosen vor allem. Franzosen haben sich sklavisch an die 2% gehalten, weil sie dachten, da kann ich ja nichts falsch machen, wenn ich 2% mache. Ein Irrtum, historischer Irrtum. Denn Deutschland war weggetaucht. Genau als die anderen 2% gemacht haben, war Deutschland schon weggetaucht, ne? Woanders. Er sagt, nee, jetzt gerade machen wir das nicht mehr. Jetzt sind die Zeiten so, dass wir das nicht mehr machen. Ja, und sehen Sie, jetzt haben wir diese Lücke. Jetzt könnte man das Problem auch unter Menschen, sagen wir mal so, relativ schnell lösen. Ne? Es gibt jetzt nur zwei Wege, um dieses Problem zu beseitigen. Also so kann es nicht weitergehen. Warum? Weil Länder, und das ist wirklich ganz ernst, Länder, die einen Abstand haben von 20% in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Ländern, das haben wir am Anfang schon diskutiert, wie damals Italien, können wirtschaftlich nicht überleben. Machen wir uns nichts vor. Weil Frankreich verliert jetzt dauernd Marktanteile gegenüber Deutschland, und zwar nicht nur in Europa, auf der ganzen Welt. Es geht vielleicht 10 Jahre oder 15 Jahre, dann hat Frankreich nichts mehr zu exportieren, dann ist das Land tot. Das geht nicht weiter. Es muss wieder zusammen. Ne? Es muss zusammen. Es müsste sogar so sein, dass die anderen unter Deutschland kommen und Deutschland über die anderen geht, damit die anderen wieder was zurückgewinnen von dem, was sie verloren haben, logischerweise. Will ich jetzt auch nicht im Einzelnen erklären, können wir vielleicht nachher diskutieren. Aber dafür gibt es ja nur genau zwei Wege. Ne? Von unten nach oben oder von oben nach unten? Eine einfache Entscheidung. Ne? Man muss sich das so vorstellen, jetzt sitzen die Regierungschefs da in Brüssel zusammen und dann würde der Kommissionspräsident denen das mal so erklären. Würde sagen, hier Kinder, guck mal, es gibt genau zwei Wege, wie wir das jetzt machen. Und jetzt müssen wir entscheiden, welcher ist der bessere. Und? Haben die aber nie gemacht. Die diskutieren nicht so. Ne? So ist das, so geht das in der Politik nicht. Muss man sich nicht so vorstellen. Die sitzen da und jeder liest ein Statement vor. Und wenn sie alle 28 ihre Statements gelesen haben, gehen sie nach Hause. Und dann gehen sie noch vor die eigene Presse und sagen, wir haben heftig diskutiert, wir haben alle wichtigen Fragen diskutiert. Heute mal wieder eine Nachtsitzung, es hat so lange gedauert, aber 28 Statements, 30 Minuten sind eben sehr lang. Aber es gibt keine Diskussion, ne? Wenn man ernsthaft diskutiert hätte, hätte man nämlich in 5 Minuten rausgefunden, dass der Weg von oben nach unten vollkommen absurd ist. Nun, der ist schon deswegen absurd, wenn alle jetzt von oben nach unten gehen, wenn alle auf die deutsche Linie gehen, dann bedeutet es eindeutig, dass wir unser Inflationsziel von 2% nicht mehr erreichen, sondern Deflation haben. Da sind wir jetzt, auf dem Wege sind wir. Ne? Warum sind wir auf dem Weg zur Deflation? Und das sieht man ja hier, weil einige schon dem deutschen Vorbild gefolgt sind und dem deutschen Ratschlag, Frau Merkel sagt ja, ihr müsst, alle müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Ne? Alle müssen jetzt wettbewerbsfähig werden. Muss man zuerst einmal fragen, gegen wen? Ja, Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept. Gegen wen werden wir denn alle wettbewerbsfähig? Auf der Welt vielleicht wieder. Die Welt verbessert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Ist doch ein guter Satz, oder? Ja. Man muss immer mal so von Entitäten her denken, vom Gesamten her. Sonst versteht man nämlich die Zusammenhänge nicht. Ich habe heute noch gar nicht über die schwäbische Hausfrau geredet, fällt mir gerade ein. Also man muss einfach mal denken, immer von der schwäbischen Hausfrau bis auf die Weltebene. Dann hat man so all das Spektrum abgegriffen. Ne? Wenn man immer nur bei der schwäbischen Hausfrau bleibt, das reicht nicht irgendwie. Ja, es ist wirklich so, das ist wichtig. In der Welt gibt es übrigens auch keinen Handel, wissen Sie das? Handel ist doch das Wichtigste, wissen wir alle. Export, Import, das ist das Wichtigste. Die Welt hat keinen Handel. Und wenn da manche Politiker mal drüber nachdenken würden, dass die Welt überhaupt keinen Handel hat. Die Welt exportiert nichts und importiert nichts. Wir reden doch von Globalisierung. Ja, was hat denn die Welt? Hier gibt es nur zwei Sachen, was wir mit unserem Einkommen machen. Konsumieren oder investieren. Darüber müssen wir nachdenken. Aber 99% aller Zeit denken die Politiker über den Handel nach. Der für die Welt vollkommen uninteressant ist. Auch so ein Fall, wo das Ganze anders funktioniert als das Einzelne. Ja, also wenn alle von oben nach unten gehen, wenn jetzt die Franzosen und die Italiener auch darunter gehen, wo Deutschland ist, dann haben wir Deflation. Das kann niemand wollen. Deflation ist aus vielen Gründen, will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, ganz schlecht.
Man hat sich ja auch bewusst auf dieses Inflationsziel von 2% geeinigt. Warum sollten wir das jetzt aufgeben? Gibt es überhaupt keinen Grund für. Also können wir doch sagen, gehen wir von unten nach oben. Deutschland erhöht die Löhne. Dann gibt es auch einen Ausgleich, früher oder später. Das sind jedenfalls die beiden logischen Möglichkeiten, die mir so einfallen. Vielleicht gibt es noch andere, aber... Aber wir diskutieren nur die eine Variante, ne? Die andere wird überhaupt nicht diskutiert. Es geht nur um die Frage, wer geht jetzt wie schnell von oben nach unten? Sie zeigen mir schreckliche, was heißt das? 10 Minuten noch? Oh, hallo. Das ist unmöglich. Nein, so 11 Minuten etwa. 11,5. Ich muss jetzt ganz schnell machen. Ich wollte heute didaktisch besonders wertvoll sein, aber die Zeit drängt wie in der Talkshow, ne? Schade. Schaffen wir es wieder nicht. Doch, solange alle noch aufmerksam sind, rede ich mal, ne? Machen wir das so. Wenn alle anfangen einzuschlafen, dann höre ich auf. Also, ganz kurz. Es geht auch aus einem anderen Grunde nicht. Warum? Weil die da oben das schon versucht haben, jetzt könnte man ja auch sagen, ja, es haben ja einige schon ihre Löhne gesenkt. Wie war das denn? Das muss doch erfolgreich gewesen sein. Lohnsenkung ist doch gut, oder? Die Griechen sind die größten Lohnsenker aller Zeiten. Die haben ihre Löhne um 30% gesenkt. Hier, das ist doch genial. Spanien hat auch die Löhne gesenkt. Ja, wir haben ja vorhin die Kurven gesehen, wie es bei denen aussieht. Das war doch gut, oder? Das ist meine zweite These, der neoklassische Arbeitsmarkt. Wenn man die Löhne senkt, was passiert dann? Weiß jeder gute Ökonom. Dann gibt's auch so komische Thesen, wie Sie da vertreten. Nein, wenn die Löhne sinken, wird mehr von dem Zeug nachgefragt. Dann steigt die Nachfrage nach Arbeit. Fragen Sie mal Herrn Sinn. Der weiß das ganz genau. Der sagt, jetzt kommen mehr Angebote nach Deutschland, die Flüchtlinge, also müssen die Löhne runter. Klar, wenn die Löhne sinken, wird mehr nachgefragt. Und dann sinkt die Arbeitslosigkeit. Das hat man ja in Griechenland gesehen, ne? Ja, ist ganz einfach. Ja, es hat nicht funktioniert. Es war absurd. Es ging nicht. Wegen Ihrer komischen These, aber die will ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Dafür habe ich keine Zeit. Es hat nicht funktioniert, sondern die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. In Griechenland, Spanien, Portugal, überall ist die Arbeitslosigkeit gestiegen. Ich will aber nochmal den eigentlich relevanten Fall zeigen. Frankreich und Deutschland. Das sind die nominalen Löhne in Frankreich im Verhältnis zur Produktivität, ne? Die nominalen Löhne, also die ausbezahlten Löhne, wie die gestiegen sind in Frankreich seit Beginn der Währungsunion im Verhältnis zur Produktivität. Weil wir in Deutschland ja immer sagen, aber es liegt an unserer unheimlichen Produktivität. Wir sind ja so hochproduktiv in Deutschland. Und jetzt kommt Deutschland und da sieht man, woran es liegt, wenn ich das hier so ein bisschen hin und her mache. Schauen Sie mal auf die orangene Kurve. Sie sehen, die orangene Kurve verändert sich praktisch gar nicht. Ne? Das ist die Produktivität. Der Zuwachs der Produktivität war in Frankreich genauso hoch wie in Deutschland. Das Einzige, was anders war, dass in Deutschland die Löhne nicht gestiegen sind. Ne? Um das nochmal ganz explizit zu sagen, was ich vorhin schon so eher implizit gesagt habe. Es hat nichts mit der deutschen Tüchtigkeit zu tun. Nichts. Absolut nichts. Sondern nur damit, dass wir unseren Gürtel enger geschnallt haben, unter politischem Druck, unter hohem politischem Druck und die deutschen Gewerkschaften inzwischen so internalisiert haben, dass sie ohne diesen engen Gürtel gar nicht mehr leben können. Wie man gerade heute wieder gesehen hat mit ihrer Verlautbarung, dass sie jetzt dagegen sind, dass man darüber redet, wie eng man den Gürtel schnallen muss. Ne? Die Europäische Kommission sagt jetzt, wir müssen aber jetzt wenigstens für die Zukunft nicht die gleichen Fehler machen. Und deutsche Gewerkschaften sagen, davon wollen wir nichts wissen. Nein, 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 wir machen so weiter wie bisher. Jeder macht für sich. Ja, das geht nicht mit Währungsunion, ne? Wir haben ja am Anfang diskutiert und gesehen, wenn es einen solchen Abstand in der Wettbewerbsfähigkeit gibt, Entschuldigung, ich habe falsche Richtung. Wenn es einen solchen Abstand in der Wettbewerbsfähigkeit gibt, dann muss der früher oder später ausgeglichen werden und der kann in einer Währungsunion eben nur durch Lohnanpassung ausgeglichen werden. Aber wenn es von oben nach unten so schlecht funktioniert, dass dabei 25-30% Arbeitslosigkeit rauskommt, dann muss man ja überlegen, ob man es vielleicht nicht andersrum macht. Oder man sagt gleich, die Währungsunion ist am Ende. Kann man auch sagen. Aber man kann nicht so tun, als wäre nichts passiert und als könnte man jetzt so weitermachen wie bisher. Und vor allem kann man als Deutschland nicht so tun, als hätte man alles richtig gemacht. Das ist die eigentliche Katastrophe. Gut, also in Sachen Produktivität ist es absolut lächerlich. Es hat mit Produktivität eben nichts zu tun, sondern Frankreich und Deutschland sind wirklich vergleichbare Volkswirtschaften. Es hat nur mit der Lohnanpassung zu tun.
Und das hat dazu geführt, sehen Sie, dass in Frankreich die Reallöhne, die reale Kaufkraft ist genauso gestiegen wie die Produktivität. Deswegen ist es immer noch eine normal funktionierende Volkswirtschaft, wo auch der Binnenmarkt funktioniert. Und in Deutschland sind die Reallöhne, sind jetzt hier zwei verschiedene Messkonzepte, will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Einmal mit dem Inflationsziel gerechnet, einmal mit der tatsächlichen Inflationsrate gerechnet. In Deutschland sind die Reallöhne weit hinter der Produktivität zurückgeblieben. Deutschland hat wirklich unter seinen Verhältnissen gelebt, hat seinen Gürtel enger geschnallt. Ne? So, und jetzt kommen wir noch ganz, das ist übrigens Griechenland, sehen Sie, da wo die Löhne gesenkt wurden, will ich nur ganz kurz zeigen, stieg die Arbeitslosigkeit. Ja, weil wenn die Löhne gesenkt werden von uns allen, wenn unsere Einkommen morgen um 20% fallen, was machen wir dann? Sie haben es vorhin schon angedeutet, dann geben wir alle übermorgen 20% weniger aus. Was soll man denn sonst tun? Es gibt keine andere Art der Anpassung. Und wenn die Löhne um 20% sinken und der Umsatz der Unternehmen sinkt um 20%, werden die dann 20% mehr Leute einstellen? Nein, dummes Zeug, ne? Das ist aber Sinn. Unsinn. Also das will ich, oh nee, das habe ich jetzt keine Zeit mehr. Nein, das kann man nicht. Machen wir Talkshow hier. Weiter. Das Wichtigste wollte ich noch zeigen, aber die Produktivität absolut gesehen ist in Frankreich höher als in Deutschland, ne? Das ist Produktivität pro Stunde, aber das will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ist auch ganz unwichtig, weil es kommt ja nicht drauf an, wer produktiver ist, sondern nur ging nur um Beseitigung von Vorurteilen bei dem Chart. Was passiert, was kommt da raus? Nun, es kommen Salden raus. Salden im Handel, warum? Weil die Franzosen mehr deutsche Autos kaufen, die Deutschen weniger französische Autos. Ganz einfach. Weil einfach der Preisunterschied zu groß ist. Hat auch nichts mit der Güte der deutschen Autos zu tun, sondern nur damit, dass sie 20% zu billig sind. So. Und diese Salden, ja, was ist jetzt mit diesen Salden? Wie kriegen die denn dann unsere Autos? Wodurch können die sich die denn aneignen? Ja, die kriegen von uns Geld. Ne? Die werden auf Pump gekauft, diese deutschen Autos. Das sagen diese Kurven aus. Wir haben einen Überschuss in unserer Leistungsbilanz. Das heißt, wir exportieren mehr, als wir importieren. Und die anderen importieren mehr, als sie exportieren. Aber die Lücke, die muss ja irgendwie ausgefüllt werden. Ne? Ich kann ja nicht mehr kaufen, als ich habe, wenn mir nicht einer einen Kredit gibt. Furchtbar einfach. Also wir geben den anderen dauernd Kredit, damit sie unsere Produkte kaufen. Aber wir wachsen ja ganz ohne Schulden, ne? Sagt Frau Merkel. Hat sie im Bundestag gesagt. Deutschland wächst ohne Schulden. Darauf will ich jetzt auch nicht eingehen, ist auch keine Zeit mehr. Aber ich will Ihnen das noch mit den Schulden kurz erklären. Sehen Sie, das sind die Schuldensalden der Welt in den 60er Jahren. Das erste Mal mit den 60er Jahren. Die Schuldensalden der Welt in den 60er Jahren. Das sind die privaten Haushalte in Deutschland, die Unternehmen in Deutschland, der Staat in Deutschland und der Rest der Welt. Das ist der Rest der Welt. Die rote Kurve ist der Rest der Welt. Und diese Salden in der Welt addieren sich, ich habe vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, immer, also das ist Sparen und Schulden sozusagen. Die einen geben mehr aus, als sie haben, die anderen geben weniger aus, als sie haben. Die weniger ausgeben, sind die Sparer, die sind oberhalb von Null. Und die mehr ausgeben, sind die Bösen, die Schuldner, die sind unterhalb von Null. Hm? Aber diese Salden addieren sich immer auf genau zu Null. Immer zu Null. Immer genau zu Null. Also wenn ich Vorlesungen halte, dann fange ich meistens damit an, dass ich sowas Blödes erkläre. Die Welt hat keine Schulden. Die Schulden der Welt sind immer genau gleich Null. Ist doch toll, ne? So schön. Gehen Sie doch beruhigt heute Abend nach Hause und sagen, die Welt hat keine Schulden, ist doch gut. Ja, der Saldo der Welt ist immer genau Null. Und deswegen können wir hier ganz viele tolle Schlussfolgerungen rausziehen aus dieser Grafik. Aber erstmal in den 60er Jahren. Was war in den 60er Jahren? Das war eine normale Marktwirtschaft. Damals hatten wir eine normale Marktwirtschaft. Was passierte? Die privaten Haushalte sozusagen tragen ihre Ersparnisse, das, was sie nicht ausgeben wollen, tragen sie auf die Bank. Und jemand nimmt es von der Bank. Und es muss auch jemand von der Bank nehmen. Weil die Bank macht ja nichts damit. Ne? Damals haben die Banken noch nicht so gezockt wie heute. Heute zocken sie noch damit. Das ist auch ganz schlecht. Aber da habt ihr das letzte Mal drüber geredet. Und es muss jemand das Zeug von der Bank nehmen und muss es ausgeben, damit die Wirtschaft überhaupt funktionieren kann, damit die Wirtschaft überhaupt laufen kann, damit sie wenigstens sich stabil bleibt. Die Wirtschaft muss jemand diesen 10% Ersparnis sozusagen der privaten Haushalte nehmen und ausgeben.
hoffentlich investieren, aber ausgeben wenigstens. Und in den 60er Jahren, sieht man sehr schön, haben das die deutschen Unternehmen getan. Deutsche Unternehmen waren die Hauptschuldner, nicht der Staat, der hat fast keine Schulden gemacht, das Ausland hat auch wenig Schulden gemacht, die waren so an der Nulllinie. Sehen Sie, das war eine normale, funktionierende Marktwirtschaft. Da war es auch dann schon zu Ende mit der Marktwirtschaft. Ja, manche glauben ja immer noch, wir leben in einer Marktwirtschaft, das ist aber ein Irrtum. Wir leben in einer komischen Wirtschaft. Gucken Sie mal hier. So sieht das Bild jetzt für Deutschland aus. Ne? Jetzt sind wir ganz toll. Deutschland ist jetzt ganz toll. Deutschland macht nämlich überhaupt keiner mehr Schulden. Die privaten Haushalte sparen immer noch. Jetzt sind aber auch die Unternehmen, die deutschen Unternehmen sind Sparer geworden, die sind auch über Null. Und zuletzt, wunderbar, das ist doch das tollste Errungenschaft überhaupt, dieses tollen Finanzministers, den wir haben. Wir haben jetzt auch, der Staat macht keine Schulden mehr, der Staat spart auch. Also hat Frau Merkel doch recht, Deutschland braucht keine Schulden. Nur die rote Linie da unten, was bedeutet die wohl? Tja, Deutschland braucht jedes Jahr, das ist die absolute Zahl hinter diesen Prozentsätzen, braucht jedes Jahr für 250 Milliarden neue Schuldner. Jedes Jahr. Wir brauchen im Ausland, und die müssen alle im Ausland sitzen, weil Deutschland macht ja keine Schulden. Ja. Alle Schulden werden im Ausland gemacht. Und deswegen, wenn Frau Merkel sagt, wir machen Wachstum ohne Schulden, das ist eine glatte Lüge. Ich vermute, sie weiß es einfach nicht besser, sage ich mal zu ihren Gunsten. Sie glaubt es wirklich, wir machen Wachstum ohne Schulden, aber das ist grandioser Unsinn. Wir machen Wachstum mit Schulden des Auslandes. Auf der Basis von Schulden des Auslandes. Wie gesagt, die Deutschen versuchen in diesem Jahr, das gehen die Zahlen noch höher, 250 Milliarden zusätzlich zu sparen, zusätzlich neu zu sparen, immer neu, ne? Also auf die 3 Billionen, die es schon gibt, dazu noch. 250 Milliarden neu dazu. Und für diese 250 Milliarden brauchen wir neue Schuldner, jedes Jahr. Auch auf die 3,5 Billionen Schulden, die es schon gibt, ne? Brauchen wir neue. Sonst würde das deutsche Sparen ja nicht gehen. Tja, das sind die einfachen Zahlen. Die kann man in jeder, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Deutschlands vor der Bundesbank nachlesen. Tut noch niemand. Auch die Ökonomen tun das nicht. Ist unangenehm, über sowas nachzudenken. Sehen Sie, das ist die eigentliche Katastrophe. Deutschland verschiebt das wichtigste Problem, was es in der Volkswirtschaft nie gibt, nämlich die Frage, wie kriege ich mein Sparen-Schuldensaldo sozusagen auf die Reihe, dass es funktioniert auf Dauer, verschieben wir ins Ausland. Sondern die anderen sollen es machen. Die anderen sollen es verschulden. Wenn die verschuldet sind, ist ja alles in Ordnung, oder? Manche sagen noch, das ist das Allertollste, wissen Sie, das Allertollste ist dann, manche sagen noch, wir haben das hier nur gemacht wegen der Demografie, weil wir hier altern, geben wir den jungen Volkswirtschaften da draußen unser Geld, unsere Ersparnisse, die investieren das schön und dann in 30 Jahren zahlen die davon unsere Rente. Ist doch genial. Nur wir hätten sie nicht niederkonkurrieren sollen dazwischen. Ne? Wir haben sie niederkonkurriert, damit sie unser Geld nehmen. Wenn ich aber jemanden niederkonkurriere, wie soll der denn meine Rente in 30 Jahren bezahlen? Das haben mir schon einige für pleite erklärt. Die zahlen keine Rente mehr. Die Griechen hätten es ja gerne gemacht, aber nun haben wir sie schon für pleite erklärt. Ja, sehen Sie, das Allerabsurdeste ist, dass wir jetzt in anderen Ländern sagen, das sagt Frau Merkel wirklich und Herr Schäuble sagen es, die sollen auch da hoch, die müssen auch da hoch. Die sollen auch keine Schulden machen. Ja, die sollen keine Schulden machen. Keiner macht mehr Schulden. Tja, es klingt wie Kabarett, aber es ist wahr. Man kann es nicht glauben, aber es ist wahr. Und das hat einen ganz, ganz wirklich schrecklichen Hintergrund. Wir fordern von den Ländern etwas Unmögliches. Wir fordern von den Ländern, dass sie ihre Schulden zurückzahlen, das ist aber unmöglich. Sie können nämlich nicht da hoch, wenn wir nicht da runter gehen. Und jemand in Deutschland muss da runter, jemand muss sich verschulden. Das können wir den privaten Haushalten sagen, hört auf mit dem blöden Sparen, verschuldet euch mal, traut sich wieder kein Politiker. Man könnte die Unternehmen hoch besteuern, dass sie sich verschulden müssen, um zu investieren. Vielleicht würde es funktionieren. Sagt auch keiner, traut sich auch keiner.
Ja, und dann gibt es noch den Staat. Da haben wir die Verfassung geschrieben, der Staat soll keine Schulden machen. Ja, aber in welcher Verfassung steht, was die anderen machen sollen? Ich sage immer, wir können ja die deutschen Verfassungsrichter dann, wenn es ernst wird, wenn die anderen sagen, nein, wir machen jetzt keine Schulden mehr, was machen wir dann? Schicken wir deutsche Verfassungsrichter um die Welt und erklären, die erklären allen Ländern, dass sie Schulden machen sollen, weil wir dürfen ja keine Schulden machen, weil bei uns steht es in der Verfassung. Tja, sehen, wie absurd das ist. Diese Verfassung ist so absurd, diese Regelung in der Verfassung, nicht die deutsche Verfassung. Diese Regelung in der Verfassung ist so absurd, weil sie der Logik widerspricht. Ein Land kann nicht für sich entscheiden, es macht keine Schulden, auch keine Staatsschulden, wenn es nicht die Frage beantwortet, ja, wer macht die Schulden? Wer macht die Schulden? Das ist die Frage, um die es geht. Ne? Und wenn ich den anderen sage, sie sollen ihre Schulden zurückzahlen, dann muss ich selbst Schulden akzeptieren. Und sehen Sie, jetzt kommt das Allerschrecklichste. Dann muss Deutschland Schulden machen. Ne? Wenn die anderen ihre Schulden zurückzahlen, muss Deutschland Schulden machen. Oder man kann es auch anders ausdrücken, und das ist noch viel schrecklicher. Ich nochmal auf diese Grafik zurückgehe. Sehen Sie, man kann das so sehen, ich habe es ja vorhin gesagt, die anderen haben 10, 15 Jahre über ihre Verhältnisse gelebt. Ne? Ist unbestritten. Deutschland hat 10, 15 Jahre unter seinen Verhältnissen gelebt. So, was ist denn die logische Folgerung? Was muss ich denn tun, um das wieder auszugleichen, um wieder zurückzukommen in eine normale Welt? Das ist furchtbar einfach, ne? Die anderen müssen jetzt 15 Jahre unter ihren Verhältnissen leben und Deutschland muss 15 Jahre über seinen Verhältnissen leben. Stellen Sie mal vor, ein Politiker stellt sich hin und sagt den Satz. Deutschland muss jetzt 15 Jahre über seine Verhältnisse leben. Er kann sofort hinterher sagen, ich trete jetzt sofort zurück. Weil es ist das Gleiche. Es ist der gleiche Satz, ne? Zu sagen. Tja. Und da sehen wir, wo wir stehen. Das müsste diskutiert werden. Wie kann Deutschland über seine Verhältnisse leben? Irre, ne? Wir denken nicht mehr dran, das zu diskutieren. Aber Deutschland wird gezwungen werden, über seine Verhältnisse zu leben. Sehen Sie, das ist die Logik des Systems. Aber es geht leider in einem schrecklichen Prozess dann, ne? Irgendwann werden die anderen keine Schulden mehr machen können und keine mehr machen wollen und werden sagen, nein, so geht es nicht weiter. Wir wollen wirklich da oben hin. Aber Deutschland macht nicht mit. Wie passiert es dann? Tja, ich kann Ihnen sagen, wird zum Beispiel im Jahr 2017 mit Marine Le Pen Präsidentin Frankreich. Was tut die dann? Kurz danach wird Beppe Grillo Premierminister in Italien. Was tun die dann? Nun, die steigen aus der Europäischen Währungsunion aus. Führen neue Währungen ein. Und was machen sie mit den neuen Währungen? Da sind wir wieder, abwerten. Wenn sie klug sind, werden sie um 50% ab, dann ist Deutschland tot für 10 Jahre. Ist doch schön. Kann man die deutsche Industrie zumachen, Baden-Württemberg können sie ein Schloss dran machen, abschließen, erledigt. Ja. Ja, das ist das, worauf es hinausläuft. In der Geschichte ist es immer darauf hinausgelaufen. Wenn wir nicht begreifen, dass wir etwas Unmögliches von den anderen verlangen und dass wir etwas vollkommen Unsinniges auch noch verlangen, und es laufen lassen, nur denn irgendwann wird der Druck im Kessel zu groß und der Kessel platzt. Ist immer so. Es geht nicht anders. Aber wir machen alle die Augen zu, und auch die deutsche Industrie macht die Augen zu und sagt, nein, es wird schon gut gehen. Irgendwie wird es schon gut gehen. Wir machen einfach mal weiter. Nein, es kann nicht gut gehen. Und das müssen wir jetzt beginnen zu begreifen. Das Window of Opportunity sozusagen bis zur französischen Wahl ist noch 2 Jahre. Knapp 2. Es sind schon nur noch knapp 2 Jahre. Oktober 2017. Wenn wir es bis dahin nicht begriffen haben, nein, lange vorher nicht begriffen haben und eine Wende in Europa herbeiführen, eine bessere wirtschaftliche Entwicklung herbeiführen und dafür sorgen, dass die anderen Länder wieder vernünftig expandieren und vernünftig leben können und auf gleicher Augenhöhe politisch agieren können, dann ist Europa tot. Und dann dürfen Sie sich selbst fragen, wer schuld daran ist. Vielen Dank. Dankeschön.